Nächste Einmal Challenge. Springen. Gab's eine Länge zu der Map? 35 Minuten stand, glaube ich, dran. Warte, ich schau. Ich hab's ja noch offen, genau. Über 35 Minuten. Über, okay. Erreiche die Druckplatte. Oh, ich sehe sie. Oh, offen. Hä? Ach nee, nicht unsichtbar. Hey, hallo. Hallo. Oh, jetzt geht er denselben Weg wie ich. Jetzt will ich hier weg. Ja, es gibt irgendwie nur einen. Anscheinend gibt's echt nur einen. Ich hoffe, man wird rausgeportet, wenn man die Druckplatte erreicht. Nee, bestimmt nicht. Wir beide? Nee. Irgendwie passiert nichts. Oder ist das schon die Lösung? Wahrscheinlich ist das schon die Lösung. Na dann gehen wir zurück. Gib mir natürlich den Weg 1:1 eingeprägt, wie auch immer ich da lang gehüpft bin. Oh nein! Ah. Werde ich hier wieder rausfinden? Ich habe ihn mir im Kopf gemerkt, sogar den Weg. So ein bisschen. Na, ich hänge hier in der Ecke fest. Usch! Spring! Ah, ich glaube. Hupf. Vielleicht. Hier so ein Bestätigungsding darüber, dass man es geschafft hat, wäre ziemlich gut. Aber egal. Oh, ich hab's, glaube ich. Bin wieder raus. Ja, ich bin frei. Oh, doch nicht. Aber knapp vom Ziel. Yes. Hallo. Hallo. Next. Aber wir lassen ja die Türen immer offen. Wissen wir Bescheid. Rätsel starten. Es ist ein Quiz. Man bekommt ein Spawn-Ei, wenn man mit dem Mausrad auf ein Tier klickt. Glickt. Glickt? Wer klickt? Ja. Klickt mit C. Nee, das ist das neue Glickt. Okay. Das ist mit langem Maustal. Ich klicke auch immer. Da klickt es nämlich nicht richtig, der macht ja nicht. Deswegen ist die Frage so falsch. Weil man klicken muss. Na, es geht nur im Game-Mode, deswegen ist es eigentlich falsch. Aber es stehen nicht die Konsequenzen. Ich mach mal wahr. Man kann Zombie-Pferde nicht an die Leine nehmen. Es gibt keine Zombie-Pferde. Falsch. Zombie-Pferde? Es gibt keine Zombie-Pferde. Aber sie sagen es nicht an die Leine nehmen. Okay. Man kann im Survival mit keiner Technik Bedrock abbauen. Oh, da gab's doch irgendwas. Dann sage ich falsch. Nur Blazes bekommen durch Nebelle Schaden. Schwämme kann man nur im Creative-Modus bekommen. Falsch. Items können ein... Wie viele denn noch? Ein Attribut haben, das das maximale Leben erhöht. Wahr. Oh, sehr schön. Ich bin ein Genie. Ja, ein Profi. War jetzt eine Frage falsch, oder? Ich glaube, alles war richtig. Boah. Das mit den... Blaze und Schneebell, das wusste ich. Ja, yeah, das wussten wir von Minecraft Ultra Hard. Wussten wir? Okay. Ja, da haben wir Schneebälle mitgenommen. In den Äther, um sicher zu gehen. Was müssen wir finden? Die Security-Kamera. Eine Kamera? Okay. Kamera, hallo? Bist du da? Kamera, piep einmal. Ich als Terminal. War da eine Kiste? Ah, Security Card. Ach, was? Sind die Karte? Eine Kiste? Was? Nö, hier sind doch nur Bücherregale. Nö, ich hab grad gemeint, ich hätte eine Kiste gehört. Aber vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Kann auch sein. Ist ja, nicht klar. Das erste Mal. Die muss man in ein Sicherheitsterminal machen, hier vorne. Die Karte. Ja. Na, guck mal, ich hab's gefunden. Habe ich schon lange. Das. Das war die Kiste, die du gehört hast. Ah, okay. Ja, ich habe alle gerechtsklickt, alle Dinge. Wunderbar. Geschafft. Haben wir das Rätsel gelöscht. Wir sind einen Schritt näher, eine feindliche Alienrasse auszulöschen. Hurra. Endlich. Oh, das sind wieder Raumschiffe. Warum unterirdisch? Ich habe Angst vor Raumschiffen. Öffnen sich die Decken oben drüber? Wahrscheinlich, das sind diese schwarzen Luken.
Okay, und was sollten wir jetzt machen? Wir sollten die infiltrieren. Guck mal hier, wir können die Laufwerke entfernen. Jetzt haben wir ja Daten geklaut. Wir sind Datendiebe. Ich habe wirklich was, guck. Ja, ich weiß, ich habe gesehen, dass da was drin ist. Ach, das ist ein Code 24. Ich lauf mal langs. Bin ich gerade schneller gelaufen? Nö. Ich dachte gerade, ich bin schneller gelaufen. Okay. Ah, wir haben eure Batterien. Ja, genau. Da sind keine USB-Sticks oder ähnliches oder Datenträger, die in einem Laufwerk drin waren. Das sind Batterien. Die legt man ins Laufwerk rein. Und damit fliegen wir jetzt wieder weg. Warte, hier ist doch der andere neben uns. Vielleicht handelt der. Willst du 2-4 blablabla? Der will die Batterie nicht haben. Ja, ist auch nur unser Motor startet nicht mehr. Mit unten noch irgendwas machen müssen? Ja, natürlich müssen wir irgendwas noch machen. Nein, ich meine halt explizit dort unten. Ach so. Weil ich habe da eigentlich nichts mehr gesehen. Vielleicht müssen wir die jetzt hacken mit dem Code. Nein, das sind unsichtbare Wände. Die hacken wir jetzt. Mit ihrem eigenen Code? Ja, wir haben zwar nicht Wintercracker dabei, der wäre dafür geeignet, aber wir schaffen das trotzdem. Ja, aber wo, oder was? Oder warte, wir klauen ein Raumschiff. Oh ja, da ist ein Knopf dran. Ja, guck, wir haben ein Raumschiff geklaut. Oh Gott, ich bin festgefroren. Ah, ja, weiß nicht mehr. Guck, da sind wir. Zugangsdaten werden übermittelt. Ach, das ist jetzt das ist unsere Lager. Raumschiff von den anderen. Das ist unser Raumschiff. Ist es unser oder von den Siehst du doch den Hangar. Zugang genehmigt. Ja, wirklich, Hangars in der Zukunft. Oh nee, wir sind im feindlichen Schiff. Guck, sag ich ja. Ja, aber von außen war es grau innen. Was weiß ich, das überfordert mich. Fliegen wir zurück. Nein. Gehen wir einfach. Kann wieder. Man ja theoretisch, wenn man die Batterie nicht hat. Oder? Oh, da ist irgendwas zum. Hey, da sehe ich irgendwas. Komm an den Wachen vorbei. Okay, töten wir einfach. So wie man das halt macht. Man schleicht sich nirgends. Ah nee, man muss einfach. Ah. Haben sie dich erwischt? Sichtfeld rein. Ja, nicht, cool gemacht. Echt, man darf nicht ins Sichtfeld? Ich bin einfach durchgerannt. Ja, man darf anscheinend nicht ins... Hä? Jetzt haben sie mich gesehen, weil sie sich umgedreht haben. So, jetzt warte ich hier. Ach, okay, sie sehen mich trotzdem. Heißt einfach im richtigen Moment durchrennen. Jetzt also rein. Jetzt. Hä? Wer hat mich gesehen? Du warst zu nah hinter ihnen, das haben sie gehört. Also, die haben mich gefühlt. Hä? Liegen. Nee, sie sehen mich trotzdem. Okay, lauf doch einfach durch. Was, du hättest einfach am Anfang durchlaufen sollen. Ja, da. Du rennst immer zu nah an den ran. Ja, ich lauf genau in der Mitte. Ja, der eine ist halt gerade noch da. Jetzt renn einfach durch. Die sind jetzt unsymmetrisch. Ja, jetzt sehen sie mich doch. Die können dich sehen. Du darfst nur nicht zu nah an die ran. Das ist richtig einfach. Ja, danke. Ich hab gedacht, die haben ein Sichtfeld. Das wäre richtig cool gewesen. Oh nein, Minecraft kann das nicht. Ich hab den Code. 2, 2. Okay, 2. 2. 4. 4. 7. 7. 7. 9, 3. Hier ist keine 7. Verdammt. Warte, ich hab auch einen Code. Ja, 2, 2, 4, 7, 9, 3. Wo ist hier eine 7? Brauchen wir hier einen anderen Code? Der Zugangscode beginnt mit der Hälfte vom. Komm, da hier. Rätsel. Der Zugangscode beginnt mit der Hälfte vom Maximum. Also das Maximale ist hier 6, oder? War hier das Maximale 6, also 3. Die 2, die Folgen sind ungerade und zusammen das Maximum. Also 2. Ungerade? Beide sind ungerade und zusammen das Maximum. 3. Also 5 und 1. Achso, das könnte auch sein. Das könnte auch 2 mal 3 sein. Hä? Nein, es sollen ja einzelne Zahlen sein. Man soll ja wahrscheinlich die 6 Zahlen in der Reihenfolge drücken. Ja, aber es könnte auch einfach zweimal dieselbe. Es könnte ja auch einfach ein Code sein, aber okay, dann halt 5 und 1. Aber weiß nicht, welche Reihenfolge? Die Hälfte vom Maximum. 3, 5, 1, genau. Warum? Die 5, 3 1? Letzten Warum Zahlen 1, sind 5? Alle gerade. Gerade Natur, wobei Modalo. Die zwei letzteren addiert. Was? Ich ignoriere mich nur. Hä, warum nein, nicht? Warum nicht 3, 1, 5 statt 3, 5, 1? Ja, geht auch. Warte, vielleicht steht noch was hinten. Tippsseite 3. Ne, Tipps wollen wir nicht. Kommt noch irgendwas anderes danach? Okay. Lieber nicht gucken. Der Zugangscode beginnt mit der Hälfte vom Maximum. Das wäre ja schon mal klar. Da hätten wir 3. Warte, ich mache eine TXT auf. TXT, so. Hä, 3, 5, 1, 6, 2, 4.
Ja, aber es Aber könnte die auch 3, 1, 2. 5. Ja, eben. Die 5 und die 1 und die Warte, 2 und wir die können ja 4. einfach beides probieren. Wo sind die 3? So. 3? Ah, da. 3, 1, 5. Was war's dann? 6, 2, 4, habe ich hier. 6, 2, 4. Anscheinend andersrum. Warte. 3, 5, 1, 6, 2, 4. 3, 5, 1, Es war nicht gar komplett durchdacht, weil es 6, keine Reihenfolge von den 1, Addierten gibt. Hast du? mal. Ja, eigentlich habe ich. Warte, Warte, ich dann mach nochmal mal. Lass andersrum. mich, lass mich, lass mich. 3. 5. Hier ist die 1. 1. 6. 2. 4. So steht es in dem Buch drin. Das ist die Lösung. Ach, das steht. 6, 5, 1, 6, 2, 4. 3, 3, 5, 1, 6, 1. Okay, gut. Dann haben wir es vielleicht kaputt gemacht, weil wir es nicht sofort richtig hatten. Dann nochmal Warte mal, resetten. warte. Ja, wieso soll man das denn resetten? Mal einmal raus. Oh, ich bin ausgesperrt. Ah, jetzt. Ja, gibt's noch mal einen, vielleicht kommt ja, hört man ja nur so ein Reset-Geräusch. Falls man. Ach stimmt, vielleicht hat mir eine Zahl. Ah, nee. Warte, genau, drücken wir einfach. Okay, ich höre ein Geräusch. Ja, warte, ich drücke einfach Zahlen, um irgendwann ein Geräusch hören. Das hat sich anders angehört, oder? Ja. Mach weiter. Dann fangen wir jetzt von vorne an. Nein, mach weiter. Einfach eine Zahl immer weiter drücken. Ja. Ach, das geht immer weiter. Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder der R. Ja, jetzt war's wieder der erste Das Input. wäre sehr, also, wie viele Ziffern hat's? 6. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Okay, 6. und jetzt. Jetzt kann man es eingeben. Also 3, 5, 1, machst du? Okay. 3, 5, 1, 6, 2, 4. 6, 2, 4. Oh, wir haben hier mehr mit dem Redstone zu kämpfen als mit irgendwas anderem. Wir geben den Code richtig ein, aber es lässt uns nicht durch. Schon geil. Ihr könnt es im schlimmsten Fall im Game Mode einfach aufschlagen. Arme Mode One. Wir haben Ich das hoffe, jetzt Rätsel ist gelöst. Game Mode 0. 1, 2, 2. Das waren wir im Adventure Mode? Okay, 2. Ja, klar, wir konnten nichts kaputtschlagen. Oh, ich hoffe, jetzt ist es nicht verbuggt. Nee, funktioniert anscheinend. Wofür brauchten wir den anderen Code? Weiß ich, ach, das war doch der Über, dass wir ins Raumschiff reinkommen. Das war doch Ach unser so. Übermittlungscode. Okay. Und jetzt ein unnötig langes Jump Run. Hallo. Wo man jedes Mal wieder komplett Hallo. von vorne anfängt. Yes. Oh. Oh nee, dieser eine Sprung dazwischen. Ja, schon gemein. Echt? Ja, da hätte ich einfach weiter. Och nö. Sprung, Sprung. Ja. Weiterspringen. Ich mag die Sprünge hier an der Ecke eher nicht. Erstmal ein Steak. Weltraumsteak. Mmh, lecker. Aus was für einem Tier das wohl sein wird. Aus Weltraumkuh. Ist doch logisch, Mautaro. Stimmt, wer kennt sie nicht, die Weltraumkuh? Oh nee. Oh. A. B. Wo, hier müssen doch auch Bedienstete durch, die Leute, die das warten, die werden doch auch nicht jedes Mal einen Jump'n'Run machen und daran sterben. Tja, die haben, sie sagen dann à la Kazam und dann taucht da eine Dirtbrücke auf. Warum sagen wir da nicht einfach Alakazam? Weil wir es nicht wissen. Ah, jetzt wissen wir es doch. Nein, nein. Es war nur ein Beispielwort, Mutter. Du bist Ach nicht so. dumm.
Oh nee. Ja, besonders am Ende kommt noch ein ekliger Sprung mit so einer Megadistanz. Ja, das finde ich immer am blödesten. Man kann auch den schweren Sprung wenigstens am Anfang machen. Das ist derselbe Sprung wie da, glaube ich. Oder? Nee, hier ist ja einfach eigentlich. Ups. Egal. Alles doof. Ein Zeitstreckungs-Jump-Run gibt's immer. Wenn der schwere Sprung am Anfang wäre, dann könnte man wenigstens immer den am Anfang probieren. Und wenn man ihn geschafft hat, dann kann man sich am Rest probieren. Ah. Ich sterbe hier wirklich noch, ne? Oh, verdammt. Ich habe mein Inventar geöffnet im Springen. Zuck. Zuck. Oh, verdammt. Keine Lust. Ach, Mensch. Jetzt habe ich schon die Reflexe von einem Opa. Fuck. Go, Maudado. Mach da einfach. Wenn du es schaffst, dann kannst du ja bestimmt irgendwas drücken und dann bin ich auch oben. Ja. Oh, nee. Oh, nochmal einen Eckensprung. Oh, nee. Hast du es geschafft? Ja. Drück. Und? Ich habe die Knöpfe gedrückt. Und was passiert? Oh! Du bist aber auch. Ich bin da, hallo. Hammerei. Ich hab die Knöpfe gedrückt. Hier sind nochmal Knöpfe. Auf der anderen Seite, guck. Ja, warte. Ich will noch eine Kleinigkeit probieren, bevor ich zu denen komme. Kannst du ja gleich nochmal drücken. Warte. Oh, das könnte sogar gehen. Von dem 1 weiter oben oder vielleicht sogar. Nee, von dem 1 weiter oben ist man zu weit weg. Huch, das war jetzt ein schlechter Versuch. Nee, da bin ich zu spät gesprungen. Und es geht jetzt ja. Nee, wird wahrscheinlich genau gerade nicht gehen. Hä? Ich soll vielleicht auch springen. Nee, das ist so programmiert von der Map, dass man in die Richtung nicht springen kann. Genau. Ich merk schon. Siehst du? Programmiert. Na gut, drück den Knopf. Tu ich. Den Schalter, nein, nicht. Hä? Modaro? Nein. Modaro, hol mich doch her. Auf der anderen Seite Modaro, sind auch hol mich doch her. Kann mich nicht bewegen. Ah, okay, danke. Wenn ich jetzt irgendwas kaputt gewesen wäre. Es hat kurz gebebt anscheinend und die Map hat mich zu. Also hat hier eine. Fliehe vor der Explosion. Oh, du sprengst das alles, Maudado. Siehst du, alles machst du kaputt. Wo ist Flieh zum Man kann da nicht hochklettern. Renn zum Die Explosion, sie ist hinter uns. Ich gehe links. Ich gehe rechts. Vielen Dank für das Spiel, mein Gott. Adventure Map. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mal auf meinem Kanal oder bei Planet Minecraft vorbeischauen könntest. Wenn du willst, dass ich den zweiten Teil der Map auch noch baue, dann gib der Map doch einen Diamanten oder dem Trailer zur Map einen Daumen hoch. Okay, alles klar. Ich war die ganze Zeit ein Feind, Maudado. Nein, ich war die ganze Zeit ein Feind. Das Lustige ist, du hast mehr Dornen drauf. Okay, ich war selber fast tot. Gameboard 1. PP, Maudado, Lord Zombie. Yay. Was gibt das hier? War recht cool, auf jeden Fall. Hat mir gefallen mit den einzelnen ganzen Aufgaben. Hatte man auf jeden Fall genug zu tun. Ja. Auch wenn manche Sachen nicht, weil es zwei Sachen uns sehr verwirrt haben. Die erstens, was ist unser Raumschiff gewesen? Ich glaube, der hat gesagt, wir müssen den Zugang zu unserem Raumschiff erarbeiten. Ja, und dann hat sich die Tür da geöffnet. War das überhaupt unser Raumschiff oder war das der Stromgenerator? Das war wahrscheinlich ein Stromkasten. Ich dachte auch, das wäre dann unser Raumschiff gewesen. Und dann hat man gesagt, wo wir hin sollen. Dann sind wir irgendwie so stecken geblieben. Und als zweites war halt doof, das Rätsel mit den Zahlen. Wo wir selbst den richtigen Code eingegeben haben und im Spiel war es egal. Vielleicht war es ja doch der andere. Vielleicht hätten wir es nochmal anders oben ausprobieren sollen. Vielleicht wusste der Ersteller es selbst nicht mehr. Schaffe das Jump'n'Run? Spieler 2? Hä? Was ist das für eine Aufgabe? Was ist das für eine Aufgabe? Ach, vielleicht ist es vom zweiten Teil der Map schon mal hier. Hat er schon angefangen zu bauen. Teleporter geht hier auf jeden Fall. Das ist ein DLC. Das waren, glaube ich, auch andere Aufgaben, die er nicht reingenommen hat. Ja, das ist DLC-Zombie, das kommt bald.
Dafür das Jump'n'Run. Ja, gut. Da, wenn du hier hochgehst, führt das auch nirgends hin. Fehler 2. Dann gehe ich mal hier hoch. Kann ich irgendwas drücken? Nee, die anderen Sachen führen auch überall hin. Hä? Keine Ahnung. Die Aufgabe war non-existent. Doch, doch, guck mal. Komm nochmal runter. Kann hier Knöpfe drücken und einen Jump'n'Run auch quasi ausfahren. Ja, ja. Hier ist auch noch ein Labyrinth. Hier sind noch richtig viele Aufgaben, die wir noch nicht gemacht haben. Das ja, haben wir gemacht. Ja, die hat er wohl nicht reingenommen. Hier? Ja, ein Labyrinth. Oder ist es das mit der Druckplatte? Nee, ist ein anderes. Naja, egal. Die rote Erde. Drin haben, die Einkauf. Die na gut. Leider. War eine schöne Map. Ja. Lila Bäume sind immer cool. Ah, Maudato, komm mal her. Da, schau mal. Da gehen die Raumschiffe raus. Oh, da hast du sogar Luken gebaut. Das ist aber schön. Das finde ich toll. Auch wenn es nie jemand sehen wird. Also, wir haben es jetzt schon gesehen. Ja. Aber ich hatte recht. Die Queen nach oben raus. Habe ich ja auch vermutet. Oh, das ist ein Knopf. Ja, das ist. Sind die Links. Kann man da draufklicken? Ja, da. Wahrscheinlich. Genosi LP. Da seht ihr nochmal einen Link. Könnt ihr ja hier auf Link kopieren klicken. Nein, ja. Pass. Direkt im Video. Ja, im Video. Macht zum Beispiel natürlich auch einen Knopf hin. Kann man ja machen auf YouTube. Nee, nee, sowas geht nicht. Sowas geht nicht. Redet nicht von dieser neumodischen Technologie, die gar nicht existiert. Früher ging das nicht. Heute geht das also auch nicht. Genau. Da hat es mal endlich erkannt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Adventure in Minecraft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen bei Weltraumabenteuern. Bis dann, Captain Zombie und seine Motardisten-Crew. Tschüss.